Moin Leute, was geht ab zu einem Video auf diesem Kanal? Heute reden wir mal über das, was auf der Comic-Con in San Diego passiert ist mit den neuen Marvel-Projekten. Und in dem Video werden wir über Phase 4 reden, über Phase 5 und über Phase 6 und über die Animationsserien, die angekündigt worden sind. Und legen wir los. Fangen wir doch direkt mit Phase 4 an, wo es am Animationspanel, glaube ich, am Freitag oder Samstag mit einem gut ein neuer Trailer kam. Was heißt ein neuer Trailer? Der erste Trailer. Sieht ganz nett aus auf jeden Fall. Und da wird auch ein Video noch zu kommen. Nach der Serie. Und ja, die Serie kommt am 10. August auf Disney Plus. Dann kam noch ein neuer She-Hulk-Trailer. Die Serie wird, denke ich, ganz cool werden. Mit Daredevil und Wong. Und ja, darauf freue ich mich sehr. Die Serie startet am 17. August auf Disney Plus. So, das Ende von Phase 4 ist dann schon am 11. November mit Black Panther, Wakanda Forever. Mit dem neuen Trailer, wozu auch noch ein Video kommt. Also es kommt jetzt zu jedem Projekt, versuche ich ein Video zu machen. Bei Black Panther kommt dann halt wahrscheinlich ein Trailer-Video und ich freue mich auf den Film. Der Trailer sieht mega gut aus. Und ja. Dann Phase 5 fängt mit Ant-Man Quantumania an. Und ja, mein Handy ist ausgeschaltet, deswegen war kurzes Video off, also deswegen war der Abbruch, aber egal, machen wir direkt weiter mit. Bei Ant-Man and the Wasp, Quantumania, der Film kommt am 17. Februar in die Kinos. Es gab einen Trailer, der geleakt wurde, der sieht jetzt, also man sieht kaum was. Aber das sah, was man gehört hat, sah ganz gut aus und auch mit MODOK freue ich mich drauf. Secret Invasion, Frühling 2022 auf Disney Plus. Ich habe gehört, das soll ein Thriller werden und das klingt auf jeden Fall ziemlich interessant. Und darauf freue ich mich auch. Dann am 5. Mai Guardians of the Galaxy Volume 3. Ich freue mich auf diesen Film sehr. Diese 5 Sekunden, die geleakt worden sind, da von diesem Comic-Con-Trailer, keine Ahnung, sahen sehr cool aus und wahrscheinlich stirbt halt Rocket so. Also davon gehe ich mal aus. Deep, aber ich freue mich auf den Film. Im Sommer 2023 kommt dann Echo, wozu wir nicht viel wissen. Wir haben, glaube ich, ein oder zwei Setbilder gesehen. Und das sah okay aus. Und freue ich mich nicht so krass drauf, aber könnte ganz gut werden. Dann kommt auch noch Loki Season 2 im Sommer 2023. Ich freue mich, die erste Season war super und mal sehen, was die zweite Season dann von sich gibt. Und dann kommt am 3. November nächsten Jahres Blade. Wir haben noch gar nichts gesehen dazu. Ich freue mich aber trotzdem drauf und ich denke, das könnte ganz gut werden. Ironheart im Herbst 2023. Ja, das könnte sogar relativ gut werden. Ich bin eigentlich, war ich nicht hyped, aber nach Miss Marvel jetzt so war eine gute Serie und ich war, hab die Serie, wollte die eigentlich gar nicht anschauen und sie hat mir gut gefallen. Also mal gucken. Dann kommen noch im Winter 2023 Agatha, Coven and Chaos. Der Name wurde geändert, warum? Keine Ahnung. Die Serie ist bis zum jetzigen Zeitpunkt ein wenig unnötig, aber ich freue mich trotzdem drauf. Captain America: A New World Order kommt am 3. Mai 2024 in die Kinos und Captain America 4 dann mit Sam Wilson als Cap. Ja, mal gucken, könnte auf jeden Fall ganz cool werden, aber da ist halt noch viel Zeit hin. Dann im Frühling 2024 Daredevil Born Again. Ich freue mich sehr mit 18 Episoden und hoffentlich ab 16. Das wäre dann sehr gut und darauf würde ich mich sehr freuen. Auch wenn es ab 12 würde ich mich freuen, weil es Daredevil ist und ja. Dann kommt der Phase 5 Abschluss am 26. Juli 2024
mit den Thunderbolts und das könnte auf jeden Fall auch geil werden, freue ich mich drauf. Und ja, Phase 6 haben wir dann Fantastic Four am 8. November 2024. Dauert noch lange, aber ich freue mich. Ich denke mal, bei der D23 wird dann der Cast und der Regisseur angekündigt. Und ja, da freue ich mich drauf mit was Dr. Doom und so. Das wird ballern. Dann am 2. Mai 2025 Avengers The Kang Dynasty oder Dynastie, keine Ahnung. Ich freue mich sehr drauf. Ich konnte den Hype damals bei Infinity War und Endgame nicht so miterleben. Aber jetzt kann ich den Hype von Avengers The Kang Dynasty und Avengers Secret Wars miterleben und ich freue mich auf beide Filme auch sehr. Halt jetzt, wie gesagt, Avengers Secret Wars am 7. November 2025. Wird, denke ich, cool werden. Mal gucken, wie dann Kang Dynasty endet. Und ja, dann die Serien, die angekündigt worden sind am Samstag. Spider-Man Freshman Year 2024 kommt die Serie auf Disney Plus. Man hat ja auch schon diese Konzeptbilder gesehen und das sah alles ziemlich cool aus und spielt ja auch nicht im MCU. Von daher könnte das ganz cool werden. Dann haben wir natürlich auch What If Season 2 2023 und die erste Season war nicht so stark, aber dafür könnte halt die zweite richtig fett ballern und ich freue mich drauf. Und ja, dann kommt X-Men 97 im Herbst nächsten Jahres. Es sah alles ziemlich cool aus, was man von der Serie gesehen hat und wird, denke ich, Peak Fiction werden. Und dann kommen wir zu der besten Animationsserie auf Disney Plus wahrscheinlich, nämlich Marvel Zombies. Die Serie kommt auch 2024 und das wird einfach geil werden. Die Serie ist TVMA. Ich glaube, das ist. Ich meine, das ist 18 oder 16, eins von beiden auf jeden Fall. Es wird geil werden. Es wird brutal werden. Und auf jeden Fall freue ich mich sehr auf die Serie. Dann werden halt jetzt in den nächsten Tagen die Videos zu den verschiedenen Projekten kommen. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao.